starten. Wir machen heute mal Crème Brûlée Donuts, genau. Also im Prinzip, ein Ei reicht erstmal aus. Und zwar geben wir das jetzt mal dazu. Vorbereitet habe ich in der Schüssel schon mal 60 Milliliter lauwarme Milch. Bei euch sind es dann 120, weil ich das ja verdoppel. Dann habe ich so einen halben Teelöffel Hefe, dieses Ei jetzt dazu gegeben und 10 Gramm Butter. Weil ich die Milch ja eh warm machen musste, habe ich einfach die Butter mit dazu gegeben. Dann ist die schon mal nicht hart. Dann geht es weiter mit dem Zucker. Steht aber alles in der Infobox, also nicht stressen. Mit dem Zucker geht es weiter, und zwar 10 Gramm. Dann brauchen wir Mehl, und zwar, ich bin mal gespannt, ob das dann so ungefähr passt, 115 Gramm, weil ich habe mir das ja jetzt erhöht, weil ich ein ganzes Ei drin habe, also viel Flüssigkeit, deswegen musste ich ja das Mehl ein bisschen anpassen. Bin mal gespannt, ob das so ungefähr passt, vielleicht brauche ich da noch ein bisschen. Mal schauen. Und dann brauchen wir hierzu noch eine Prise Salz. Das Salz soll man ja erst später dazugeben, das soll ja nicht direkt zur Hefe dazukommen. Ich befürchte fast mal, dass ich noch Mehl brauche. Aber wir gucken mal. Das tun wir jetzt verrühren. Also war mir ja fast klar, da brauchen wir auf jeden Fall noch Mehl. Ich gebe jetzt mal, überlegen, 30. Ich denke mal, das könnte ungefähr so passen. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. So, jetzt decke ich das Ganze ab. Dann lassen wir das gehen. Und jetzt kümmern wir uns um die Füllung. Jetzt kümmern wir uns um den Pudding. Ich habe hier einmal jetzt schon mal ein Eigelb reingegeben. Dazu gebe ich jetzt 50 Milliliter Milch. Dann 50 Milliliter Schlagsahne. So, dann 5 Gramm Butter. Oder ein bisschen mehr. So, das haben wir. Fehlt uns dann noch Vanillegeschmack. Ich nehme Vanillepaste und auch gern Vanillezucker nehmen. So, jetzt kommt noch ein Esslöffel Stärke. Und jetzt müssen wir das Ganze verrühren. So, jetzt habe ich hier die Platte. Diese Klümpchen, das sind jetzt einfach nur die Butterflocken. Die schmelzen ja jetzt. Wichtig ist nur, dass wir die Stärke verrührt haben. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das doch noch ein bisschen erhöhe. Gehen wir mal noch. Ich erhöhe das dann auch in der Infobox. Nur weil ich ja das andere jetzt erhöht habe, erhöhen wir das dann auch noch. Aber ich erhöhe jetzt nur die Milch und die Schlagsahne. Ich denke mal, dass der gehäufte Esslöffelstärke da auch ausreicht. So, ich merke jetzt, dass es langsam fester wird, und dann geht es nämlich relativ schnell. Das erkenne ich auch immer, wenn ich merke, dass es hier dampft, dass es dann der Zeitpunkt ist, wo es dann schnell fest wird. Und dann gebe ich das jetzt einfach hier in meine Schüssel und gebe dann direkt auf den Pudding Frischhaltefolie, damit wir keine Haut dann später haben.
Ich habe den Teig jetzt so eine halbe Stunde abgedeckt ruhen lassen, gerne auch länger. Und dann habe ich ihn jetzt, wie ihr sehen könnt, mit etwas Mehl ausgerollt, so auf ein Dreiviertel Zentimeter. Und jetzt steche ich mir einfach Kreise aus. Und dann decke ich das jetzt nämlich hier, also ich lasse es einfach dann hier nebendran liegen. Und dann decke ich das jetzt einfach nochmal ab und lasse es noch so eine Viertelstunde ruhen. Und dann geht's weiter. Also Donuts sind ja die, glaube ich, normalerweise mit dem Loch in der Mitte. Das werden wir logischerweise jetzt nicht machen, weil wir es ja füllen wollen. So, jetzt geht's los. Und zwar, wenn ich jetzt meinen Holzspieß hier reingebe, kommen hier Blubberblasen. Und das heißt dann, dass wir loslegen können. Ich habe leider Gottes jetzt so eine große Pfanne nehmen müssen, weil ich diese Induktionsplatte jetzt neu habe. Und habe bei den anderen Töpfen, bin ich mir nicht sicher, da glaube ich, dass die alle nicht für Induktion sind. Deswegen, aber ich werde das Öl auf jeden Fall noch weiter verwenden, also keine Panik. Aber ansonsten hätte ich natürlich eher einen kleineren Topf genommen. Und jetzt brauche ich noch ein Abtropfgitter, weil ich kein Küchenpapier da habe. Doberweise. Lassen wir sie einfach schön Farbe bekommen. So wie das jetzt hier. Und dann kann es auch schon raus. Und wer irgendwas mit Temperatur wissen will, also 170 Grad, sollte das Ganze ansonsten an Temperatur haben. So, ich glaube, den ersten holen wir hier schon mal. Werden wir erstmal hier ein Loch machen. Soll auch gar nicht zu klein sein, weil es soll ja auch ein bisschen was reingehen. Also so sieht das aus, falls man was erkennen kann. Deswegen habe ich jetzt auch hier diese größere Tülle genommen, damit man da auch dann ein bisschen was reinbekommt. So. Jetzt befüllen wir das Ganze. So, meine Lieben, die Pfanne ist heiß, die muss aber nicht heiß sein. Soll nur dann heiß werden. Ich gebe jetzt hier mal 75 Gramm Zucker in die Pfanne. Und dann brauchen wir noch etwas Wasser. Und dann lassen wir das Ganze nämlich karamellisieren. Und wenn dann der Zucker geschmolzen ist und diese Farbe hat, geben wir jetzt so 30 Milliliter Wasser dazu. Und natürlich gut aufpassen dann, denn das ist verdammt heiß. So, jetzt wird es erst ein bisschen fester, weil wir ja kalte Flüssigkeit dazugegeben haben. Und dann schmilzt es aber gleich wieder. So, und jetzt tunken wir einfach hier unseren Donut rein. Nur halt, wie gesagt, aufpassen. Deswegen.
heiß. Verdammt heiß. Am besten erstmal so abtropfen lassen. Das wird nämlich relativ schnell fest. Dann ist da oben die Glasur. So, das sind jetzt unsere Crème Brûlée Donuts. Diesmal ein bisschen aufwendigeres Rezept. Die nächsten werden dann wieder einfacher, aber ich mag halt auch mal gerne was, ja, was auch mal ein bisschen aufwendiger ist, nebenbei mal wieder machen. Oder wollte das. So, nur noch zu dem Thema mit dem Karamell. Das ist ja dann fest in der Pfanne oder im Topf. Hinter mir blubbert es auch gerade. Einfach dann mit Wasser auffüllen und nochmal aufhitzen, also richtig kochen lassen. Dann löst sich das wieder und dann kann man es ganz einfach sauber machen. Hat man dann gar keine Schwierigkeiten. So, und ich habe ja gleich einen Zahnarzttermin, deswegen möchte ich jetzt nicht unbedingt die obere Schicht probieren. Nicht, dass mir da jetzt noch was in den Zähnen hängen bleibt. Sondern ich werde jetzt einfach das von unten nehmen. Ach, ihr wollt es auch sehen. Wäre sinnvoll. Mmh. Wow, super lecker. Richtig, richtig lecker. Der Teig ist wunderbar geworden. Der Pudding allerdings auch. Ich werde dann die richtigen Mengenangaben auch mit Zucker dann unten in die Infobox schreiben. Wer es sich natürlich auch einfacher machen will, kann natürlich auch den Pudding, weil er ja eh kalt reingefüllt wird, auch zum Beispiel so eine Puddingmischung holen, die man kalt anrührt. Dann müsste man sich nur um den Teig kümmern. Und das hier oben ist übrigens, also das ist jetzt nicht steinhart, also das kann man so schon leicht brechen. Nur wie gesagt, ich möchte es jetzt halt wie gesagt, vom Zahnarzt einfach nicht machen. Aber ich weiß ja, wie Karamell schmeckt. Und von daher alles gut. Es ist halt ein bisschen mal was, würde ich sagen, wo man auch ein bisschen ja angeben kann, wenn man sagt, das habe ich selber gemacht, weil es halt nicht so ein 0815 Ding ist, finde ich zumindest. Und ja, ich überlege gerade noch, beziehungsweise ich zähle mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 8 habe ich rausbekommen. Das hängt natürlich davon ab, wie groß man sie aussticht. Und ja, nur dann wisst ihr Bescheid. Und dann macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!